Hey Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video von Wasserkühlung im Eigenbau Teil Nummer 2 und heute zeige ich dir, wie du dir die Custom Wasserkühlung ganz einfach selbst zusammenbauen kannst. Let's go! Im vorherigen Part ging es um all die Komponenten, Informationen und so weiter, die du für den Bau einer Custom-Wasserkühlung benötigst. Falls du das noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall anschauen, denn das ist quasi die Basis für all dessen, was ich euch heute zeigen werde. Eins habe ich allerdings vergessen zu erwähnen, und zwar im Teil 1, und das ist der gesamte Kostenfaktor für die gezeigte Custom-Wasserkühlung. Die gesamte Konstellation, wie ich sie hier so habe, kostet um die 200 Euro. Ja, 200 Euro ist für einen Kühler eine Menge Geld, aber anderweitig betrachtet ist 200 Euro im Wasserkühlungsbereich eigentlich nichts. Mein Ziel ist es, euch eine Custom-Wasserkühlung zu zeigen, die man sich leisten könnte, wenn man denn will. Aus diesem Grund habe ich auch bewusst auf Komponenten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet, aber auch die ästhetisch ansprechend sind, und ich denke, das ist mir in der Summe doch relativ gut gelungen. Der Einbau einer Custom-Wasserkühlung besteht aus unterschiedlichsten Schritten, die mitunter auch variiert werden können, also in der Reihenfolge. Doch die Reihenfolge, die ich euch jetzt zeigen werde, ist meiner Ansicht nach die beste, aber wie gesagt, man kann das größtenteils auch etwas variieren in den unterschiedlichen Abläufen. Schritt Nummer 1, der Einbau des Radiators. Mit dem Radiator fällt und steht das ganze Projekt, denn bevor ihr euch überhaupt dazu entscheidet, einen bestimmten Radiator zu kaufen und ihn quasi dann später zu verbauen, müsst ihr sicherstellen, zu 100% sicherstellen, dass dieser gewählte Radiator mit Lüftern im Push-Pull oder Push- und Pull-Betrieb reinpasst in euer Gehäuse. Also wie gesagt, das auf jeden Fall abchecken. Fragt mich jetzt aber nicht, ob Gehäuse A mit Radiator X kompatibel ist. Ich müsste genauso wie ihr jetzt den Kollegen Google befragen und dann mir die Datenblätter anschauen. Also schaut einfach mal am besten nach, gebt die Produktbezeichnung ein und schaut euch die Datenblätter von dem Radiator bzw. eurem Gehäuse an und checkt das einfach mal ab. Also der Radiator passt samt Lüfter in eure Case, doch jetzt stellt sich für viele die Frage, wie sollte ich das Ganze positionieren? Zum Beispiel kühle Luft ansaugen, warme Luft rauspusten oder warme Luft ansaugen und natürlich auch gleich wieder aus dem Gehäuse rausbefördern. In der Theorie ist das relativ schwierig, die Praxis hat allerdings gezeigt, dass der Unterschied zwischen diesen beiden genannten Konfigurationen ja sehr minimal ist. Wir sprechen also hier von Temperaturunterschieden von 2, maximal 3 Grad, und deswegen ist eigentlich diese grundlegende Überlegung eher, naja, unwichtig meiner Ansicht nach. Wichtig ist, bevor der Radiator reinkommt in irgendeiner Art und Weise, muss der Radiator gereinigt werden, denn während der Produktion könnten sich Produktionsreste bzw. Herstellungsreste im Radiator ansammeln, und diese Verschmutzung will man auf keinen Fall in dem späteren Kreislauf haben. Für die Reinigung bitte kein normales Leitungswasser verwenden, weil das kalkhaltig ist unter anderem. Deswegen am besten destilliertes Wasser verwenden, das gibt es an der Tankstelle für wenig Geld. Einfach mal ein bisschen reinfüllen, das Ganze dann reinigen, und dann ist der Radiator quasi einsatzbereit für den Einbau. Im Lieferumfang des ST30 gibt es M3-Schrauben mit einer Länge von 30 und 35 mm. Letztere sind nur dann nötig, wenn eure Lüfter zum Beispiel dicker als 25 mm sind oder das Gehäusematerial stärker als üblich. So, wie befestige ich nun die Lüfter samt Radiator im Gehäuse? Mit dem entsprechenden Skill kann man natürlich auch die Schraube einfach einsetzen und dann versuchen, das Ganze festzuschrauben. Hat bei mir wiederum nicht geklappt, und deswegen nutze ich einen sehr einfachen, aber sehr effektiven Trick. Einfach die Lüfter mit einer normalen Lüfterschraube im Case fixieren und dann die M3-Schraube durchführen, den Radiator anhalten und festziehen. Dann noch die übrigen 7 M3-Schrauben und schon ist der Radiator im Case verbaut. Schritt Nummer 2, die Installation des CPU-Kühlers bzw. auch Wasserblock genannt. Der Einbau des CPU-Kühlers bzw. Wasserblocks ist relativ identisch zu anderen CPU-Kühlern. Grundsätzlich gilt also hier, wenn euer Gehäuse in der Mainboard-Traywand ein Loch hat, kann das Mainboard drinnen bleiben, zum Beispiel für Backplates oder Schrauben, die man von hinten anführen muss. Ansonsten raus damit. Beim Phobia UC2LT-Kühler für Intel LGA 1105X werden zunächst die 4 Schrauben mit einer Plastik-Unterlegscheibe ausgestattet und dann durch die Löcher rund um den CPU-Sockel durchgeführt. Dann eine weitere Plastikkappe sowie eine Mutter aufschrauben. Somit sind die 4 Schrauben mit dem Board fixiert und als nächstes wird die mitgelieferte Wärmeleitpaste aufgetragen und die Schutzfolie entfernt. Dann der CPU-Kühler aufgesetzt und pro Schraube eine weitere Metallunterlegscheibe, eine Feder und als letztes eine Rändelmutter gleichmäßig über Kreuz festgezogen. Aber bitte daran denken, auch hier geht der Grundsatz nach fest kommt ab. Schritt Nummer 3 wäre dann die Installation des GPU-Kühlers bzw. GPU-Wasserblocks auf der Grafikkarte. Da ich aber in diesem Projekt
Projekt auf ein solches Feature verzichte, die Grafikkarte unter Wasser zu setzen, empfehle ich euch einfach mal die Bedienungsanleitung bzw. die Installationsanleitung von den entsprechenden GPU-Wasserblöcken genauestens zu studieren und danach sollte eigentlich die Installation keiner Probleme mehr aufwerfen. Schritt Nummer 4, der Einbau des Ausgleichsbehälters. Im Normalfall sollte der Ausgleichsbehälter die höchste Stelle im gesamten Kreislauf bilden, einfach aus dem Grund, dass die Luft, die sich im Kreislauf befindet und durch das Befüllen wiederum entweicht über den Ausgleichsbehälter, somit leichter aus dem Kreislauf kommt. Falls es jetzt nicht möglich ist, den Ausgleichsbehälter an der höchsten Stelle zu positionieren, muss man sich halt bei der Entlüftung des gesamten Kreislaufes später etwas mehr Mühe geben und deswegen ist es eigentlich jetzt nicht immer bzw. auch nicht zwingend notwendig, den Ausgleichsbehälter an der höchsten Stelle irgendwo zu fixieren. Aber so einfach wie beim Define S ist es mitunter nicht immer. Manchmal ist es sogar so, dass man mal 4 Löcher bohren muss für die Halterung des Ausgleichsbehälters. Das kommt aber wie gesagt immer auf das entsprechende Gehäuse an. Ja, beim Define S werden die beiden Halterungen im Case fixiert und dann wird der Ausgleichsbehälter einfach in die mitgelieferten Klammern eingesetzt und fertig. Schritt Nummer 5, der Einbau der Pumpe. In Abhängigkeit davon, für welches System man sich entschieden hat, zum Beispiel die Pumpe direkt mit dem Ausgleichsbehälter zu verbinden oder so wie ich die Pumpe als einzelne Komponente im Gehäuse zu positionieren, ist es so, dass man sich dann natürlich einen Ort für die Pumpe suchen muss und das Ganze dann idealerweise auf ein Antivibrationspad setzt und dann festschraubt. Diese Idee hatte ich grundsätzlich auch, die Phobia DC12220 im Fractal Design Define S dank der entsprechenden Bohrungen in der Gehäuseunterseite zu platzieren. Das Ding ist halt jetzt, die Arretierung der DC12 von Phobia und die Bohrungen im Define S sind in keinster Weise kompatibel. Das ist jetzt natürlich dumm gelaufen, muss man an dieser Stelle so sagen, lässt sich jetzt aber nicht ändern. Zum Glück gibt es bei der DC12 von Phobia ein Antivibrationspad mit Klebeseiten, wodurch ich das Ganze etwas fixieren kann. Ist natürlich nicht optimal, hilft jetzt aber nichts weiter. Ich werde es also quasi jetzt nur so fixieren, die Pumpe mit Antivibrationspad und dann festkleben im Gehäuse bzw. an der Unterseite. Schritt Nummer 6, die Verschlauchung des gesamten Kreislaufs. Und Ausgangsbasis ist dafür erst einmal die Installation sämtlicher Anschlüsse. In diesem Fall habe ich bei meinem System 8 davon, entsprechend natürlich der Komponenten, heißt also für den Radiator 2, für die Pumpe 2, Ausgleichsbehälter und CPU-Kühler jeweils 2, macht also 8 Anschlüsse. Und wichtig ist an dieser Stelle, die Anschlüsse wirklich niemals mit Werkzeug festziehen, handfest reicht vollkommen aus. Bevor man jetzt also die einzelnen Komponenten mit Schlauch verbindet, sollte man sich Gedanken machen, was denn am sinnvollsten ist. Sinnvoll insofern, dass man natürlich wenig Schlauch verwendet und das Ganze natürlich auch optisch ansprechend ist. Viele Einsteiger machen wiederum den Fehler, nach einer Hitzequelle, der CPU zum Beispiel, einen Radiator zu verbinden mit dem Schlauch. Das ist wiederum vollkommen überflüssig, da das Wasser im gesamten Kreislauf nach einer gewissen Zeit sowieso das gleiche Temperaturniveau hat und deswegen ist das vollkommen überflüssig. Zunächst einmal zum Schneiden von Schlauch reicht eine Handelsüblichkeit. Schere vollkommen aus. Beginnen werde ich mit dem Part vom Radiator zum Kühler, das heißt also, ich setze den Schlauchanfang auf den Kühler und führe den Schlauch dann zum Radiator. Hierbei dürfen keine Knicke innerhalb des Schlauchs entstehen und natürlich sollte der Schlauch auch nicht unter Zug stehen. Nachdem die Länge bestimmt ist, wird nun der Schlauch möglichst gerade abgeschnitten und befestigt. So, und diesen Schritt wiederhole ich nun so oft, bis das gesamte System verschlaucht ist. Aber noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, die Pumpe darf ja niemals trocken laufen und deswegen ist es wichtig, dass man vom Ausgleichsbehälter direkt einen Schlauch in das Pumpeninlet führt, sodass die Pumpe wiederum nicht trocken laufen kann. Schritt Nummer 7, das Befüllen des gesamten Systems. Hierzu könnt ihr zum Beispiel wie ich einen Trichter nehmen, in den Ausgleichsbehälter reinstecken und den Ausgleichsbehälter befüllen bis zu 80 bzw. 90% und dann wiederum nur die Pumpe einschalten. Das ist wichtig, denn nur die Pumpe darf beim Befüllen laufen. Wie macht man das Ganze? Man nimmt in diesem Fall die Pumpe, verbindet sie mit einem Netzteil, einem zweiten Netzteil zum Beispiel oder mit dem Netzteil, was in eurem PC ist und dann wiederum muss natürlich auch der PC gestartet werden bzw. das Netzteil. Wie wird das Netzteil gestartet? Indem ihr einfach den 24-Pin-Stecker nehmt und die grüne Ader mit einer schwarzen verbindet, zum Beispiel über eine Büroklammer und dann den Schalter am Netzteil betätigt. Dann wiederum halt die Pumpe einstellen bzw. das Netzteil einschalten und dann so lange laufen lassen, bis das Kühlmedium aus dem Ausgleichsbehälter abtransportiert wurde, ausschalten, nachfüllen wiederum und diesen Prozess so lange wiederholen, bis das gesamte System bzw. der Kreislauf vollkommen befüllt ist.
Der nächste Schritt ist der Undichtigkeitstest. Nachdem nun die Verschlauchung abgeschlossen ist, das System befüllt ist, wird der gesamte Kreislauf auf seine Dichtigkeit überprüft. Das heißt also, auch jetzt wird nur die Pumpe betrieben und das für ca. 20 Minuten. Und hierbei solltet ihr immer wieder auf die Anschlüsse und Verschlauchungen achten, ob es irgendwo eine undichte Stelle gibt. Gibt es eine Undichtigkeit, einfach die Pumpe ausschalten, die Undichtigkeit ermitteln und bestenfalls beseitigen und dann wiederum den Dichtigkeitstest erneut für 20 Minuten durchführen. Nun zum letzten Schritt, und zwar das Entlüften des gesamten Systems. Das gesamte System ist nun befüllt und dicht und jetzt muss sozusagen die überschüssige Luft, die sich in den Komponenten befindet, noch rausbefördert werden. Dazu einfach den PC nehmen und jeweils in alle Himmelsrichtungen neigen und so lösen sich entsprechend die Luftblasen im System und kommen dann wiederum durch den Durchfluss im System in den Ausgleichsbehälter. Logischerweise sinkt dadurch der Flüssigkeitsvorrat, der dann wiederum befüllt werden muss, aber wichtig ist an dieser Stelle, während ihr euren PC hin und her schwenkt, bitte den Ausgleichsbehälter schließen, ansonsten wird es eine ziemliche Sauerei. So, und damit ist der Bau der Custom Wasserkühlung Marke Eigenbau abgeschlossen. Jetzt gilt es noch, die Temperaturen von CPU bzw. GPU zu überprüfen, ob die Temperaturen im grünen Bereich sind. Ist das der Fall, ist eure Custom Wasserkühlung gecheckt und einsatzbereit. An dieser Stelle bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, als ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, auch wenn das Video länger ging als üblich. Ansonsten auch nochmal gerne Feedback hinterlassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch nochmal ein Dankeschön an Aquatuning, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. Die Links zu den Produkten sind unten in der Videobeschreibung und dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann bis neulich. Ciao!